Herzlich willkommen zu einem brandneuen Minecraft-Video hier auf ChuffStuff. Mein Name ist Kevin und ihr seht heute ein kleines Showcase-Video. Mich hat es mal wieder ein bisschen in den Fingern gejuckt. Ich wollte ja schon lange mal wieder Minecraft aufnehmen. Das Let's Play ist ja gerade pausiert. Also, nicht beendet, auf keinen Fall. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen. Aber ich bin gerade mit den anderen Games ganz gut ausgelastet und dachte mir, Minecraft macht dann mal eine kleine Pause. Eine kleine Kreativpause. Aber jetzt kommt die Erzählung. Ich habe mir einen Server gemietet, mit dem ich auf meiner, also einen eigenen privaten Server, auf den können maximal 4 Leute joinen. Und auf dem spiele ich mit meiner Freundin zusammen ab und zu einfach eine Runde Minecraft. Und ich würde euch gern diese Minecraft-Welt, die wir da gemeinsam errichtet haben, mal so ein bisschen zeigen. Ich benutze das After Humans Modpack von Gronkh. Allerdings habe ich noch ein paar eigene Mods mit reingehauen. Ich denke, ich packe euch die Liste in die Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal so ein bisschen die Gegend. Ich mache es mal ein bisschen heller. Und ja, zeige euch einfach mal, was wir hier so gestartet haben. Der Spawn ist irgendwo da hinten. Und meine Freundin und ich, wir haben uns hier eine kleine Basis errichtet, ganz am Anfang. Mit einem Lager und einer Enderchest und Öfen und Schlag mich tot. Hier ist ein kleines Denkmal. Man hört es vielleicht schon im Hintergrund, da sind Portale, die rumtun. Können wir vielleicht auch kurz runtergehen. Ein Nether-Portal, ein Aether-Portal und ein Portal zum Twilight Forest haben wir hier. Und da ist ein Delfin. Ist da was drin? Nee. Naja, whatever. Auf jeden Fall ist hier so eine kleine Bootsanlegestelle. Und ja, hier sind halt die Portale und so ein bisschen so ein kleiner Hafen. Hier haben wir eine riesen Mühle und ein Wasserwerk. Ja, das ist auch sehr, sehr geil. Die produzieren tatsächlich Strom. Das ist am allergeilsten. Hier so ein kleines Gimmick. Und ja, hier haben wir im Prinzip angefangen, so eine kleine Basis aufzubauen. Und dann hat jeder so angefangen, sich selber zu verwirklichen, sag ich mal. Wir haben hier oben einen kleinen Campingplatz mit einem Feuerchen, mit einem Zelt. Da oben hinter diesem Baum ist das Haus meiner Freundin. Und hier haben wir nochmal eine kleine Mühle, die auch nochmal Strom produziert. Und das ist allerdings mehr so ästhetisch, weil ich finde es ja geil, dass die Dinger sich tatsächlich drehen. Und dann haben wir hier mein bescheidenes kleines Häuschen. Und im Prinzip ist hier nicht viel zu finden. Hier hat es halt einen kleinen Raum. Und dann kann man da noch nach oben gehen. Und da ist eine Sitzecke und natürlich ein Bett. Mit einem Wecker. Und das war es eigentlich auch schon. Da kann man rausgucken, ist mega geil. Nein, Quatsch, natürlich war es das noch nicht. Hier unter diesem Teppich befindet sich nämlich ein versteckter Aufzug und den kann ich benutzen, indem ich hier nach unten fahre. Hier ist dann die Tomcraft-Ecke, sag ich mal. Und dann geht's noch einmal ein kleines Stück nach unten. Und dann sind wir hier im Herz meines Lagers. Ich gehe zuerst mal hier rüber. Das hier ist so die Farm-Ecke, ja. Also wir haben hier einen Technik. Das ist so der Gang in die Technik. Also wenn mal irgendwas schief geht, dass ich da rumgehen kann und Zeug reparieren. Und dann sind wir halt diverse Farmen, die auch dann verbunden sind mit dem automatischen Lager. Hier haben wir... Hallo? Ah, kommt nicht hinterher. Hier haben wir eine Bärenfarm. Ja, das sind von Tinker's Construct, diese Berry Bushes, und hier sind auch noch
Essenzbeeren, also die geben Erfahrungspunkte. Na. Ja, genau, die tun weh, wenn man sie berührt. Hier haben wir eine Farm, die man beliebig bepflanzen kann. Da ist jetzt gerade sind gerade Sojabohnen drauf. Mit denen kann man eigentlich relativ viel anstellen, das ist ganz geil. Hier ist ein Kompost, der allerdings gerade leer ist. Eine automatische Kaktusfarm. Wenn die wachsen, dann droppen die oberen Blöcke automatisch, weil daneben eben ein anderer Block ist und die Hopper sammeln das auf und transportieren es auch direkt weiter. Hier haben wir eine Kürbisfarm, die auch direkt weitergeht. Und hier hinten haben wir noch eine Melonenfarm. Ich habe das alles erst abgeerntet, deswegen kann man es gerade nicht sehen. Den Hebel umlegen, dann drücken die Pistons halt die Melonen oder die Kürbisse nach vorne. Hier sind überall auch nochmal Hopper drin, die das auffangen. Und so geht da eigentlich nichts verloren. Und hier sind noch Tiergehege, die allerdings gerade eher spärlich, betrieben werden sogar. Muss man ein bisschen leiser machen. Und am besten mache ich mal die Minecraft-Musik aus. So. Ja, und hier haben wir noch ein paar Netherwarzen. Aber so an von der Farm-Sache her war es das eigentlich schon. Allerdings, jetzt gehen wir erst nochmal hier oben rum. Hier ist so ein kleiner Rundgang mit Rüstungsständern. Ich dachte, das ist vielleicht eine coole Galerie mit verschiedenen Rüstungen, die man hier ausstellen kann. Tatsächlich wurde das hier alles im Survival gebaut. Also wir spielen da schon ziemlich eine Weile dran und das ist alles survivalt. Man kann hier schon ein bisschen reinsehen. Und dieses Lager, das möchte ich euch jetzt gerne im Detail ein bisschen vorstellen. So sieht das aus. Wenn man es mal so grob betrachtet und wir gehen mal einfach einmal rum. Ich habe hier ein kleines Klemmbrett, wo drauf steht, an was ich als nächstes arbeiten will. Da sind viele Sachen, sind schon abgehakt. Als nächstes ist das Strandhaus dran. Wir haben hier nochmal eine Draconic Chestplate. Die kann man mit Rest und Flux aufladen. Hier, Strong and have the gift of flight. Ah, cool. Jetzt kann ich fliegen? Im Survival. Okay, das wusste ich gar nicht. Krass. Ich trage im Moment gerade diese Travelers Rüstung, die Gronk auch mal benutzt hat. Ich fand die ziemlich nice. Ender Chest. Hier ist Elfriede, ja, der Hausfrau. Die passt hier so ein bisschen auf. Das ist nicht eine Hausfrau, die hier rumrennt und kocht oder so, sondern das ist so der Housekeeper, sag ich mal. Wenn ich nicht da bin, dann guckt die hier nach dem Rechten und eine sehr, sehr eifrige Elfriede. Die macht ihren Job sehr gut. Das hier ist ein Experience Obelisk. Da kann man die Level, die man gefarmt hat, reinmachen. Oder auch eben holen. Sowas wie ein Level XP Saver. Dann haben wir hier noch Heinrich. Der passt ja auch so ein bisschen auf und geht Elfriede so ein bisschen zur Hand. Das hier ist mein Lagersystem. Ich habe hier später ein ME-System nachgerüstet. Hier sieht man die Überreste vom alten Lager. Und hier ist hauptsächlich Futter drin. Die Bacon Cheeseburger, die habe ich auch von Gronk abgeguckt tatsächlich. Towncraft-Zeug und das hier ist, glaube ich, alles Layer. Aber da werde ich hauptsächlich Essen drin aufbewahren. Wie gesagt, das sind die Überreste vom alten Lager. Aber nach und nach wandert alles da rein. Das hier ist ein Diamantofen, der kann mehrere Sachen aufsammeln hier zum Brennen und hat nicht nur einen Slot und außerdem ist der viel schneller als die anderen Sachen. Dann gehen wir mal weiter hier. So ein Disc Rack, also so ein CD-Ständer, ein Mülleimer, eine Carpentry Bench.
Da kann man, es ist ein größeres Crafting-Feld, da kann man andere Rezepte damit benutzen. Hier haben wir die Trankregale, meine ganzen Potions mit den zugehörigen Sachen. Das ist aber noch nicht so advanced hier, sage ich mal, weil Tränke brauen ist nicht so meins. Die habe ich alle gefunden, tatsächlich. Hier haben wir dann noch Bienenhive oder Apiaries, da sind Bienen drin. Und die Presser, mit denen man zum Beispiel diese, mit denen kann man Bienenwachs zu richtigem Wachs, sag ich mal, pressen. Und das kann man dann wieder verwenden, um Kerzen zu machen und was der Kuckuck. Ja, so eine kleine Küche, würde ich mal sagen. Hier oben ist die Mooscraft-Ecke, mit der kommt man in andere Welten. Und hier ist eigentlich nur so ein Schlafzimmer, so ein kleines. Der Raum wird nie benutzt, den habe ich einfach nur der Existenz halber gebaut. Des Weiteren haben wir hier dann die Trophäen-Ecke. Und hier sind noch einige Redstone-Maschinen, Redstone-Flux-Maschinen. Der Wireless-Charger zum Beispiel, der lädt alle Redstone-Geräte automatisch auf, eben. Magma Crucible. Magma Crucible? Ach ja, richtig. Ja, verschiedene Geräte. Das hier ist geil. Ein Soul Binder. Mit dem kann man, soweit ich weiß, diese. Kann man damit nicht Spawner bauen? Oh, ich hab's, glaube ich, erst einmal ausprobiert. Das hier ist ein Tinker-Ofen, eine Smeltery. Da macht man zum Beispiel Eisen rein und dann ist das flüssig und man kann es in verschiedene Formen gießen. Das ist nice. Ich habe ja auch eine kleine Automatik mit drin. Also, wenn Transport, nein. Genau, die Schmelzautomatik. Wenn ich das anschalte, dann kommt hier, an dem Teil, wird immer aufgefüllt, aufgefüllt, aufgefüllt. Und wenn dazu noch die Transportautomatik an ist, dann wird, wenn dieses Ding... Ich zeige euch das einfach mal. Das ist, testen wir es einfach mal. Hier haben wir übrigens die meine ganzen Erze. Die werden auch alle automatisch befüllt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Ich bin richtig hart am Farmen gewesen. Wir haben 573 Blöcke Eisen. Und wenn ich jetzt hier in die Kiste mit der Aufschrift Sortiersystem den Block reinlege und wir warten ein kleines bisschen, dann kommt er hier an. 73, 73, 73. 74. So. Also, wie gesagt, das ist alles automatisch. Wenn ich hier was reinlegt, dann geht es in den Ofen rein und mit der Kohle ist genauso und alles, was in dem Ofen fertig ist, geht auch automatisch ins System. Also die Erzwand, der Erzfeind. Und wie gesagt, wenn wir jetzt hier in dieses Smeltery einen Eisenblock reinlegen, dann wird dieser geschmolzen. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. So, dann kann ich ja schon mal was anderes zeigen. Wir haben hier unten nämlich eine kleine Bibliothek. Hier sind lauter verzauberte Bücher drin, die ich alle irgendwie gefunden habe in verschiedenen Dungeons oder so. Dann eben selber den Enchantment Table und einen Disenchanter, mit dem man dann zum Beispiel von irgendwelchen, was weiß ich, Schwertern oder so, die man findet, die Zauber wieder runterziehen kann. Das ist ziemlich nice. Manchmal ziemlich praktisch. Wir warten. Ja, ich zeige euch noch mal kurz ein paar andere Sachen. Zum Beispiel kann ich euch noch zeigen, hier die auch wieder die Technik. Hier ist so ein kleines Büro, ja, mit adäquatem, original nachgebautem Aufnahmesetting. Und hier ist die Creative Energy Cell. Das ist die einzige, der einzige Block in diesem ganzen Ding, den ich mir im Creative hingestellt habe, weil es
fürs Bauen auf einem privaten Server einfach einfacher ist und weil mir das egal ist, ob ich das jetzt irgendwie manuell herbekomme oder ob das hier einfach so von dem Ding her kommt, das ist, mein Gott. Und ja, das sind so noch so ein paar ME-Geräte. Mit dem Ding hier, das ist ein Charger, mit dem kann man, glaube ich, irgendwie diese Kristalle aufladen. Mit dem Inscriber kann man, glaube ich, die Platten pressen, ja genau. Mit dem Ding hier kann man pulverisieren, wenn was drin ist. Und hier werden die ganzen Sachen verkabelt. Hier kommt von drüben, von den Farmen, kommt hier die Leitung rein, geht in die Kiste und von der Kiste dann raus ins ME-System. Das ist eine andere Leitung. Das ist die Kühe und Schweine, die ich drüben habe. Wenn ich da welche kill, dann kommt das aus der Leitung hier und geht direkt in die Futterkiste rein und umgeht sozusagen das System hier. Und ja, so viel zu diesem Technikraum, sag ich mal. Aber dann habe ich auf der anderen Seite des Hauses nochmal einen kleinen Technikraum. Und hier steht mein Reaktor drin. Hier steht nochmal ein Coke Oven. Was auch immer der macht. Der macht dieses Oil. Okay. Und hier steht eben mein Reaktor drin. Der Reaktor, dass der produziert Redstone Flux. Und damit er das produziert, braucht er Jellorium-Erz oder Jellorium-Blöcke. Und wenn ich den jetzt anschalten würde, können wir ja mal machen, dann gehen hier die Temperatur und die Heat gehen hoch und der würde jetzt voll laufen mit Redstone Flux und würde das produzieren. Der ist aber aktuell voll, deshalb sieht man das nicht. Und wenn, mach das mal wieder aus, wenn hier die Blöcke leer sind, dann zieht dieses Gerät automatisch von drüben aus dem Erzregal das Jellorium ab und haut das da rein. Beziehungsweise noch nicht ganz automatisch, das muss ich noch regeln, wenn wir mal hier rumgucken. Das sind eben gerade auch diese Technikgänge, die habe ich überall hinten rum hier. Ich muss das hier aktivieren, damit die Pumpe das rüberpumpt. Das muss ich aber noch irgendwie kompakter hinkriegen, dass ich das vielleicht von da drüben aus irgendwie aktivieren kann und dass dann Redstone-Signal nach hinten läuft. Das muss ich noch irgendwie machen. Ja. Und hier kommt dann auch noch Abfallmaterial sozusagen raus. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Egal. Ja, und das ist mein Stromproduzent hier. Der beliefert die ganzen tollen Geräte. Das Kabel kommt hier unten rum und läuft dann hier in die Geräte rein. Und der Magma Crucible, der macht aus Netherrack Lava. Die Lava geht dann automatisch hier in den Tank, weil der eben Lava braucht, um das Zeug zu schmelzen. So, jetzt haben wir hier Molten Iron. Das gibt 9 Ingots, also 9 Barren. Und hier kann ich manuell Barren rauslassen. Das ist jetzt auch automatisch abtransportiert worden. Und jetzt haben wir hier noch 8 Ingots. Das gibt natürlich, kann ich euch zeigen. Wir machen mal die Transportautomatik. Die ist schon an. Wir hätten die jetzt ausmachen können. Ja. Wir machen jetzt mal die Schmelzautomatik an. Und dann wird er hier automatisch anfangen, dieses Ding voll zu machen. Dieses Ding gibt immer wieder ein Signal an das Teil und der schüttet immer wieder ein bisschen was aus. Ja. Und jetzt fehlt uns natürlich aber ein Ingot. Und deshalb kann der den nicht ganz voll machen. Und der sendet das Signal immer weiter, 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 aber es ist halt nichts da zum Nachfüllen.
wenn wir jetzt nochmal ein kleines, einen Eisenbarren holen. Ah. Halt, vorne rein und das vorne reinschmeißen. So. Das ist nur ein Barren, der müsste schneller gehen. Naja, relativ schnell. Ja, wenn der jetzt eben auch geschmolzen ist, dann wird der sich hier, weil er ja die ganze Zeit ein Signal bekommt, automatisch auffüllen. Und dann wird er rausgezogen und geht drüben wieder ins System rein. Warten wir ganz kurz. Jo, wie gesagt, ich wollte euch das jetzt einfach mal so ein bisschen zeigen. Euch einfach mal teilhaben lassen an der Welt, die ich hier mit meiner Freundin zusammen gestaltet habe. Und außerdem hatte ich auch einfach mal wieder Bock, ein Minecraft-Video zu machen. Das ist einfach schön irgendwo. Ich habe noch so viel zu zeigen. Die Welt ist, gefällt mir schon sehr gut. Jetzt können wir mal nach hinten gehen. Jetzt müsste es gleich soweit sein. Wie gesagt, ich habe wirklich sehr viel zu zeigen noch und ja, das immer wenn ich mal zwischendurch so zwei Stunden Zeit habe. So, und jetzt ist der voll und wird ausgehärtet. Zack, und dann ist er weg. Machen wir wieder aus. Transport können wir anlassen. Das ist Björn, der Schmied. Der passt hier auch so ein bisschen auf und macht hier die Wartung von den Geräten und so. Ja. Und genau, hier ist das hier sind diese Travel Anchors. Mit denen kann man sich sozusagen. Das sind so Teleporter. Und hier oben auf dieser Plattform, die hier an so Ketten hängt. Da oben ist übrigens der See, wo die Mühle ist und da drüben sind die Portale. Hier ist so, ja, wie nenne ich das? Das ist halt so die Base praktisch von dem Ding hier. Also da ist ein Bett, da sind Truhen und ein Rüstungsständer und halt Zeug. Also das ist so der Ausgangspunkt, nenne ich es mal. Hier seht ihr schon Monsterfalle, ja. Das existiert tatsächlich auch noch. Das ist als nächstes dran. Wenn man nämlich hier weiter nach unten geht. Nein, man muss hier hinten stehen. Dann kommt man hier noch ein Stückchen weiter nach unten. Und da befindet sich dann eine Monsterfalle, die allerdings aktuell nicht aktiv ist. Da Monster geradeaus sind. Und das Zeug geht dann, glaube ich, ja hier in die Kiste rein. Und ja. Wie gesagt, das ist gerade nicht aktiv. Ich habe Monster geradeaus. Können auch hier. So, jetzt sind wir wieder hier oben. An dem Teil. Ja, das ist so mein Häuschen. Die Dinger hier, die Kabel, die können tatsächlich Strom transportieren. Allerdings ist es bei uns mehr so für die Optik. Das sieht halt alles cool aus, wenn es so verkabelt ist. So, die Frage ist natürlich, wo mache ich jetzt weiter? Wir gehen mal. Also hier ist halt diese Mühle. Kann man auch schön hingucken. So. Wir gehen mal in die Richtung weiter. Hier durch den Tunnel. Man sieht schon, dass es nicht besonders ästhetisch, aber dafür ziemlich wirkungsvoll. Das ist eine Iron Golem Farm, also eine automatische Eisenfarm, die allerdings gerade auch inaktiv ist. Die benötigt in diesen Kammern, die hier ringsrum sind, müssen Villager drin sein. Und das ist auch gerade inaktiv. Die habe ich rausgenommen, weil das Teil war, wie soll ich sagen, zu produktiv. Da hat irgendwann der ganze Server geleckt, weil hier Eisengolems nach noch und nöcher gespawnt sind. Die fallen halt von da oben runter, kommen da rein,
werden durch die Lava hier, erhalten die so viel Schaden, dass die nur noch ein ganz kleines bisschen haben und landen dann hier drin. Und über den Hebel, nein, über den Hebel fährt der Piston aus und dann gehen die halt kaputt. Und die Hopper sammeln das Zeug auf und das landet hier in der Kiste. Und wenn ich den Hebel umlege, dann geht alles direkt weiter ins Sortiersystem in meinem Lager hinten. Hier ist Dave, der ist hier der Arbeiter und passt da auf und Maintenance und so Zeug, ne? Braucht man ja. Aber wie gesagt, das ist auch gerade noch aus. Hier gibt es auch nochmal eine kleine... Ne, da ist es eine Tür, die eben dann runterführt. Und da unten ist dann ein Gang, wo man wieder ins Lager nach unten, nach hinten kommt. Alles schön miteinander verbunden. Klar. Jo, dann haben wir hier als nächstes unser Kolosseum. Das ist das neueste Bauwerk hier auf dem Server. Vor ein paar Tagen erst gebaut. Wenn man hier reinkommt, ja, dann sind hier eben die Ränge, wo man stehen und sitzen kann. Und da unten sind eben die Kontrahenten, die dann kämpfen müssen. Der eine geht hier nach unten und bekommt dann hier seine Ausrüstung und wird dann hier reingeschickt und der andere dann auf der anderen Seite. Und natürlich dürfen die wilden Tiere im Kolosseum nicht fehlen. Also das ist klar. Ja, einfach so ein kleines Kolosseumchen. Weil wir halt unbedingt eins haben wollten. Eine Arena, eine Kampfarena. Eigentlich ganz nice. Ich kann euch auch die World Map... Ne, halt. Das ist der falsche Knopf. Die Waypoints. Ja. Ja, das ist die Map, wie ich sie bis jetzt erforscht habe. Also ist eigentlich noch relativ unerforscht. Ich bin immer wieder nur so Touren gelaufen. Aber das hier ist eben so die Zentrale. Man erkennt hier Future. Dazu kommen wir später. Okay, gut. Weiter im Text hier. Wir laufen zurück. Oh, ich muss was essen. So. Ich werde euch die Häuser meiner Freundin bewusst nicht zeigen. Ich zeige einfach, was ich hier halt am Rumbauen bin. Wenn man jetzt hier rechts abbiegt und da hochgeht, kommt man am Haus meiner Freundin raus. Man kann es, glaube ich, auch sehen von... Ne, kann man nicht, dass der Baum im Weg. Ah, nicht so wild. Ja, was ich euch ganz gerne noch zeigen würde, wenn wir schon hier sind, ist unsere Nether-Festung. Hier raus. Man kann hier direkt weitergehen und den Nether erkunden. Und hier ist eine Hängebrücke, die tatsächlich hängt, also an Ketten. Und da ist jetzt die Nether-Festung mit einem Glaskuppeldach. Und wenn man dann hier runterkommt, befindet sich auch hier eine Smeltery. Was ist da drin? Liquefied Emerald. Wusste ich gar nicht. Meine Freundin reingemacht. Ja, und wenn man dann hier noch rumgeht, kommt man zum Beispiel hier nach draußen. Das ist so der... Also hier werden Verräter und Gefangene hinuntergestoßen und müssen dann versuchen, in der Lava zu schwimmen. Hier ist natürlich noch die Wendeltreppe, die im Turm nach oben führt. Ne? Und hier kann man natürlich um das Kuppeldach rumgehen. Ist klar. Ich gehe jetzt wieder zurück. Besonders viel gibt es hier nicht zu sagen. Da hinten ist auch eine Nether-Festung. Also halt eine natürlich generierte Nether-Festung. Ja.
So. So viel zu dieser Base hier. Wir sind schon eine halbe Stunde dabei. Oh mein Gott, das wird so viel. Hier haben wir jetzt ein... eben die Mühle. Und da hinten kommt dann noch irgendwann das Dorf. Das Villager-Dorf. Mach die Tür auf. Der laggt gerade ein bisschen, weil aufnehmen und Minecraft und so, das ist, kommt einfach nicht hinterher. Naja, jedenfalls ist hier eben das Dorf. Und wir gehen allerdings in eine andere Richtung. Wir können hier einmal nach unten gehen. Hep. Dann haben wir hier nämlich nochmal... wow, okay. Hallo? Ich... Uncool. Hier haben wir dann eben nochmal eine kleine Anlegestelle, wo man dann auch rüberfahren kann zum Dorf und so. Das einfach so, als was sich hier angeboten hat, da noch was hinzumachen. Dann können wir hier nochmal rüber gucken. Hier ist so ein bisschen meine Tüftelecke. Hier stehen lauter komische Sachen rum. Hier probiere ich im Creative immer Sachen aus, wie was funktioniert. Und schalte dann aber wieder in Survival rüber und craft mir das dann alles selber. Aber da ist so meine Ausprobierecke, wo ich dann gucke, wie manche Sachen einfach gehen und was ich dazu brauche, damit es funktioniert. Damit ich weiß, was ich mir dann im Survival alles besorgen muss. Genau. Ansonsten ist hier eigentlich nicht viel zu sehen. Außer hier eine mega fette Schlucht direkt vor der Haustür. Dann haben wir hier natürlich das obligatorische Labyrinth, ja. Jeder Server braucht ein Labyrinth. Mal gucken, ob ich den richtigen Weg auf Anhieb finde. Nein. Schon mal nicht. Ah, jetzt bin ich, glaub. Ah, sehr schön. Ja, Labyrinth halt. Brauchen wir nichts zu sagen. Hier einen schönen kleinen Tunnel durch. Und dann kommt da nochmal eine Brücke. Und am Ende dieser Brücke befindet sich ein Minenschacht. Der ist allerdings nur, bis jetzt nur ästhetischer Natur. Wir haben andere Orte, an denen wir minen gehen. Kann ich ja auch noch zeigen. Genau, und zwar hier neben dem Denkmal geht es nach unten. Und da geht es ganz schön weit nach unten. Und hier sind dann unsere Minengänge. Ja. Das hier ist diese Minecart-Strecke, die ganz lange, die man braucht, um dieses Achievement zu bekommen. Ja, 1 Kilometer mit der Lore fahren. Ja. Soweit, so gut. Jetzt können wir eigentlich noch nach da drüben gehen. Das hatte ich ja vorhin schon angekündigt. Hierher. Das ist die Rubinia-Basis. Dazu eine kleine Anekdote. Als ich damals Minecraft mir geholt habe, damals noch als Demo-Version, ich hatte es noch nicht mal gekauft, da habe ich in meiner allerersten Minecraft-Welt, jetzt muss er wieder ein bisschen nachladen, in meiner allerersten Minecraft-Welt habe ich eben angefangen, eine Basis zu bauen. Ganz random, die sah voll klobig aus. Da waren keine Kurven drin, kein professionelles Bauen. Das war einfach nur funktional. Und man hat irgendwo überall Geheimtüren reingehauen und so, weil man das total geil fand. Und genau das ist diese Basis. Ich habe die Welt immer noch.
gefunden habe, diese Basis hier auf meinem, auf dem Server 1:1 nachgebaut. Das fing damit an, dass man hier an der Küste rumkam und dann war hier diese Basis. Und dann ging es hier rein. Hier habe ich noch eine Kirche gebaut, also die ist nicht original von dieser Basis, die habe ich jetzt hier neu gebaut, eine kleine Kirche. Da kann man noch hochgehen in den, Turm und in den Dachstuhl. Einfach, weil es zum Stadtbild gepasst hat. Hier war meines Wissens früher, in meiner Originalbasis war hier eine Redstone-Apparatur drin, was hier eine Falltür aufgemacht hat und dann gingen Treppen nach unten. Und da kam man dann zum Bahnhof. Das wollte ich jetzt hier aber nicht haben. Hier ist eine Wand nur mit Glowstone, da war die Karte drauf. Man kennt das ja, dass man, wenn man eine Karte hat, kann man die an einen Rahmen hinmachen. Und ich hatte dann eine riesige Karte von meiner Map. Alles im Survival damals abgelaufen und alles selber erkundet. Und ja. Dann war immer hier der Eingang. Alter. Und wenn man hier reingegangen ist, konnte man durch das Glas die Redstone-Verkabelung von dieser Falltür angucken. Aber da ist ja jetzt nichts. Und dann war hier sowas wie ein Innenhof. Aber irgendwie überdacht. Und damals hat man ja noch, also, nur zwei Blöcke hochgebaut. Und hier geht's dann raus zum Pier. Das nervt gerade so ein bisschen. Ja. Da kann man jetzt zum Beispiel rüberfahren mit dem Boot. An unsere geile Anlegestelle. Und ja, der Hauptraum war dann hier. Mit den Öfen und dem ganzen Kram. Und hier drüben ging es dann nochmal weiter in so einen Minengang. Und das Hauptding, was ich mir damals gedacht hatte, ich war an der Küste, habe direkt an der Küste gespawnt und ich wollte einen Meeresbildschirm bauen, ja. Also irgendwie so eine Art Raum direkt am Rand vom Ozean, wo man dann über eine riesige Glaswand in den Ozean reingucken konnte. Und dann hatte ich das so gelöst. Am Anfang ging das hier direkt rum und dann irgendwann habe ich hier noch diesen Ausläufer gebaut. Und das hier führt jetzt tatsächlich direkt runter in diesen langen Minengang, den ich euch vorhin gezeigt habe mit der Minecart. Das führt da nach unten. Ansonsten ist hier halt einfach diese, ja, wie eine mit Rängen, wie eine Arena oder mehr oder weniger, wo man dann eben hier das Meer beobachten konnte. Und hier gibt es nochmal einen kleinen Durchgang. Und da befindet sich hier nämlich ein Zauberbuch. Und hier oben ist eben ein Ofen. Oder halt, ja, da ist halt ein Feuer. Und das war so ein Geheimlager. Da waren immer die ganzen guten Sachen drin. Ansonsten ging es hier noch weiter nach unten. Hier ging es nach unten in den Minengang. Hier war das Schlafzimmer. Leute. So. Natürlich mit Enderruhe und Zeug. Und wenn man hier reinliegt, dann konnte man da hoch ins Meer gucken. Also auch durch das Glas. Das war, fand ich ganz cool. Dass sie so eine Standuhr sein, das erkennt man einfach nur nicht. Dann ist hier eben noch Lager und da unten ist noch Lagerraum. Das hier ist eine Sauna. Nach hier. Ist eine Redstone Contraption. Allerdings bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, wo die hinführt. Ah, ja, richtig. Okay. Auf jeden Fall, wenn man dann hier nach unten kommt, befindet sich hier ein Truhen. Ein Rüstungsraum, das ist so wie ein kleiner Tempel. Weil da die heilige Rüstung drin stand. Das war halt damals bei mir irgendeine Diamantenrüstung, die krass verzaubert war. Und hier nach unten war dann nochmal Lager. Ach richtig, jetzt weiß ich es wieder.
Hier ist mein kleines Casino. Das soll so ein Roulette-Tisch sein. Und wenn man oben in der Sauna ist und den Hebel umlegt, dann geht hier im Casino ein Raum auf und der aktiviert dann hier, also hier geht dann das Ding auf und der aktiviert dann hier diese Pistons, aber ich glaube, da habe ich noch nicht gebaut, das ist glaube ich auch nur kosmetisch. Und da war dann, das war so eine Schleuse, also da waren da hinten nochmal Druckplatten und nochmal Eisenwände und nochmal, ich glaube, das waren 4 Stück. Und wenn man da einmal durchgerannt ist, kommt man zurück nicht mehr rein, also das war mal so der Fluchtweg. Falls irgendwer mal angreift, gut, ich habe immer alleine gespielt, aber egal, man hat es halt so getan oder so, als ob halt, wenn man da einmal durchrennt, dann ist das so der Fluchtweg und da kommt man dann auch nicht mehr zurück. Genau, so war das nämlich. Dann war hier eben Lager. Und hier drüben hatte ich mir dann irgendwann im Laufe des Spiels per Creative Mode ein Enderportal hingebaut. Und jetzt bin ich natürlich ins Ende reingefallen. Aber zum Glück war ich da schon. So sieht das Ende übrigens aus, wenn man hier spielt, ja, also wenn man diese Mods hat. Gut, gehen wir einmal kurz durchs Ende. Hier ist eh nichts mehr los. Ja, hey, Cole, wir haben es geschafft. Oh. Okay. Kurz warten, bis er wieder soweit ist. Sonst laggt er wieder voll rum. Spiel. Jetzt tut er gar nichts mehr. Ah. Jetzt scheint sich doch noch was zu tun. Nein, abgestürzt. Nice, Alter. The game crashed. Alles klar. Dann wollen wir es mal nochmal neu starten. Denn ich bin noch nicht ganz fertig. Dauert es ein bisschen, bis er die Mods wieder geladen hat. Ja, auf jeden Fall ist das eben der Original-Nachbau meiner allerersten Minecraft-Welt. Oder zumindest dieses Haus, diese Basis. Keine Ahnung, wie man das nennen kann. Und war mir irgendwie... Ich hatte Bock drauf, das wieder nachzubauen, weil man... Keine Ahnung, ich fand damals das Bauen in Minecraft noch viel geiler. Damals hatte man noch Ideen und damals hat man selber noch Zeug ausprobiert und dann hat man irgendwann die Minecraft-Videos auf YouTube entdeckt und gesehen, was andere so machen und dann kam man sich dumm vor bei dem, was man selber gebaut hat und dann hat man nur noch andere Sachen nachgebaut. Und damals, das war noch so ein bisschen, wie soll ich das nennen, unschuldiges Minecraft. Das waren noch Zeiten. Ja. Jo, und ich meine auch, wenn man sich die ganzen Minecraft-Versionen anguckt und die ganzen Mods, die existieren und wenn man sich mal anguckt, was da in der Zwischenzeit alles dazugekommen ist, man hat ja Möglichkeiten noch und nöcher. Also, das ist natürlich schon eins nices Game, so vom Inhalt her mittlerweile. Hallo iBims, eins Jugendwort-Benutzer des Jahres. Eins Jugendwort des Jahres-Benutzer. Von Talkigkeit her. So. Gut, genug rumgeassied. So, kurz laden lassen. Braucht noch kurz einen Moment.
Nice. Wenn ich fertig bin mit der Aufnahme von diesem Video hier, dann werde ich mich direkt an meinen 3DS setzen und Pokémon Ultramond weiterspielen, weil ich es nämlich mega nice finde. Und ich denke, ich werde mich heute Abend noch der Top 4 stellen. Ich würde sehr, sehr gern Pokémon Let's Playen, aber ich habe leider keinen Aufnahme-DS. Egal, ich wollte eigentlich... Na, wenn ich jetzt runtergehe, dann respawne ich wieder da oben, weil er dann irgendwann nachgeladen hat, ne? Ah, nicht mal. Mein Gott. Ja, auf jeden Fall war dann da hinten der Endraum. Und hier geht's nochmal nach oben. Und das war auch sowas wie eine kleine Geheimbasis, wobei es ja nicht wirklich geheim ist. Und zwar ist das hier in dem ausgehobenen Meeresding. Ja, da hinten ist der Meeresbildschirm und hier ist nochmal eine kleine Unterwasserbasis. Einfach so, weil ich damals halt Bock drauf hatte, das so zu bauen. Und hier drüben ist nochmal eine Redstone-Falle. Falls man verfolgt wird, kann man hier aufmachen. Das geht runter bis zum... Nichts und aber eine Schicht über dem Weltende sind Spinnennetze. Vielleicht können wir das ja gerade mal. Ich falle übrigens so langsam, weil ich diese krasse Rüstung anhab. Mit der hat man keinen Fallschaden. So, und dann sinkt man ganz laut leise durch. Also, das hier, die Basis hier, musste ich ja teilweise mit dem Creative Mode nachbauen, weil ich das eben original so haben wollte und ich habe damals auch im Creative dann irgendwann rumgebaut. Aber drüben das Lager und das war alles im Survival. Und ich bin tatsächlich sehr stolz drauf, dass ich das alles im Survival gemacht habe. In der Originalwelt ging es dann damals hier noch weiter in so einen Minengang, ich habe dann da nicht mehr weitergemacht. So. Ja, so viel zu dem hier. Wenn man hier nach oben geht, was war da nochmal? Oh, richtig. Alles ganz verwinkelt und alles ganz verbaut. Hier ist ein kleiner Durchgang. Da kommt man wieder hier unten raus in diesem Vorraum. Und hier kann man noch eine Stufe höher gehen. Natürlich sind auch nochmal Türen überall. Und wenn man hier weitergeht, ist man in dem großen Raum. Und hier kommt man dann wieder in den Meeresbildschirm rein. Hier war dann mehr oder weniger irgendwann die Haustür. Sozusagen die große. Wenn man hier ankommt, kann man da reingehen. Oder direkt unten rein. Und hier kann man dann auch mal nach oben gehen. Da war dann die Küche und ja, einfach so ein Raum halt. Und da oben war dann noch Lager. Genau. Und wenn man dann hier rausgeht, vorbei an dieser, wie ich finde, wunderschönen Kirche, kommt man hier nach draußen. Hier kommt man auch raus, wenn man hier unten raufkommt und hier drum rum geht. Hier ist dann noch meine Tischtennisplatte. Die habe ich irgendwo auf Minecraft-Bauideen.de oder so gesehen. Dachte ich, geil, die baue ich nach. Im Original war hier, also auf der Ebene von diesem Stein, war hier Wiese und ich hatte da noch einen Kuhstall hingebaut. Allerdings habe ich den jetzt hier einfach weggelassen. Und ja, hier kommt man dann auf die Mauer hier oben. Man kann da rumlaufen. Und das hier war dann eben, ich wollte dann, irgendwann bin ich auf den Pixel Art Train aufgesprungen. Und das war ungefähr zu der Seite, an der ich Future abgöttisch gefeiert habe. Und dann dachte ich, ich mache den Future Schriftzug als großes, ja, Pixel Art. Leider ist es einmal um 90 Grad gedreht, aber man kann es erkennen. Und hier ist dann eben noch ein Beacon gewesen. Und das war einfach so eine Art Riesenbalkon.
Und dann geht's hier nochmal runter. Da kommt man dann auch noch in die Mauer unten rein. Und da konnte man auch wieder diese Redstone-Verkabelung von der Falltür angucken, die ich vorhin schon mal genannt habe. Und hier ging es dann weiter. Und bis zu dieser Fläche habe ich alles original nachgebaut und da ging es dann weiter. Da habe ich dann Hochhäuser gebaut. Da war dann eine Stadt mit einem Eiffelturm und so. Vielleicht mache ich da auch mal noch ein Original-Demo-Welt-Let's-Show oder so. Aber hier habe ich dann aufgehört, das Original nachzubauen und habe dann selber weitergemacht. Hier ist nämlich ein... Das ist auch noch vom Original. Hier habe ich mit TNT ein riesen Loch im Boden gesprengt und da dann eine Brücke drüber gemacht. Im Original waren hier Barriereblöcke drin. Hier ist es Clear Glass von Tinker's Construct. Das hat besser gepasst. In der 1.7.10, wo diese Mods drauf laufen, da gab es, glaube ich, die Barrierenblöcke noch gar nicht. Und am Ende dieser Brücke war dann noch ein bisschen Weg und dann hat das da aufgehört. Und hier ging es dann eben weiter in die Stadt. Aber hier habe ich jetzt eben selber wieder servermäßig was Neues gebaut. Und zwar kann man hier diese lange Brücke nach oben gehen. Und das hier ist dann eben meine Burg oder halt mein Schloss oder wie man das auch immer nennen will. Tatsächlich befindet sich hier aber nur Mauern und Türme. Ansonsten habe ich hier noch gar nichts reingebaut. Das befindet sich alles noch im Aufbaustadium. Hier sollen verschiedene Marktstände reinkommen und hier drüben in der Mitte ist dann eben der Thronsaal wird da hingebaut und vielleicht einzelne kleine Häuschen, ein Schmied oder so. Ein Pferdestall habe ich schon. Ja. Und hier sind dann eben die Mauern, in denen man eben Gänge hat, durch die man laufen kann. Und hier unten ist dann, wie gesagt, der Pferdestall. Das sind so Bögen in der Brücke drin. Fand das sah ganz geil aus. Und das hier, muss ich mal ganz kurz zeigen, das ist ein ziemliches Geficke gewesen zum Bauen. Ich schalte mal nochmal ganz kurz in den Creative, um euch das zu zeigen. Und zwar habe ich da diese von Carpenter's Blocks, die Collapsible Blocks, benutzt. Ja. Um hier diese Schräge hinzubekommen. Und zwar funktioniert das so, dass man den da hinstellt. Und dann kann man den, wie man will, hoch oder runter bauen. Ja. Und ich habe das eben für die komplette Länge hier gemacht. Damit das so aussieht, als wäre da eben diese Linie drin. Und dahinter ist Quarz. Und das war aufwendiger als gedacht. Tatsächlich. Aber ich finde, es sieht gut aus. Deshalb hat sich es eigentlich auch schon gelohnt. Und ja, hier ist dann eben der Pferdestall mit einem riesigen Tor, was mega geil aussieht irgendwie. Strohdach. Und hier sind dann eben die Pferdels drin. Und hier soll natürlich dann auch noch ein kleines Treppenhaus sein, was dann nach oben wieder in die Burg führt. Dude? Von wo ist der jetzt? Von da. Hey, ich will da rein. So. Ja, das ist eben der Pferdestall. Hier so ein bisschen Details reingemacht, manchmal so Moosstein und so. Im Prinzip ist das auch schon alles, was ich dann zu dieser Burg hier noch zeigen kann. Alles andere hier drüben, ich weiß nicht, ob man es... weiß nicht, ob man es erkennt. Da hat meine Freundin nochmal was in den Berg reingebaut, aber das hat sie dann wieder irgendwann verworfen. Also ist das jetzt einfach so eine halbfertige Baustelle.
Genau, die Kirche hatte ich gezeigt. Hallo? Ja, da hatte ich. Das hier ist der Neubau meiner Freundin. Wir werden nicht reingucken, weil ich darf schon immer nicht kommen und gucken, was sie da macht, weil ich könnte ja was sagen oder sagen, hey, bau das mal besser oder so. Deshalb werden wir da keinen Blick reinwerfen. Ach, jetzt geht's plötzlich wieder. Nochmal kurz Cheesy reinhauen. So, und dann sind wir eigentlich auch wieder hier. Ja, ich kann übers Wasser laufen. Ich bin einst nicer Jesus vom Glauben her. Dann sind wir eigentlich schon wieder hier an unserem kleinen Pier angekommen. Können hier... Ey, ganz ehrlich, jetzt ist der Hunger wieder... Ja, jedenfalls war das jetzt mal eine kleine Tour durch meine Serverwelt, meine private Serverwelt, in der ich eben, wie schon gesagt, mit meiner Freundin einfach zusammen privat spiele, wenn wir so Bock drauf haben. Und ja, ich wollte euch da einfach mal einen kleinen Eindruck geben, was bei mir Minecraft-mäßig gerade so abgeht, auch wenn es kein Let's Play ist. Was natürlich nicht vergessen wird, wie schon am Anfang des Videos gesagt, es wird auf jeden Fall irgendwann weitergehen. Das lasse ich mir nicht entgehen, da weiterzumachen. Und ich denke, durch das ganze private Gebaue hier habe ich fürs Let's Play auch schon wieder ein paar nice Ideen sammeln können. Und von dem her bin ich zuversichtlich, dass es bald wieder vorangeht in unserer Let's Play-Welt. Und wie gesagt, mir hat es einfach in den Finger gejuckt. Ich wollte mal wieder ein kleines Minecraft-Video bringen, was jetzt allerdings auch schon wieder eine Stunde fast geht. Und, jo, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr dürft mir sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von meiner privaten kleinen Welt hier haltet. Ob ihr vielleicht noch irgendwelche Verbesserungen sogar wüsstet. Oder, können wir uns einfach austauschen. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen, was ich noch irgendwo hinzufügen kann. Ich bin offen für alles und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Vielleicht habt ihr ja bis zum Ende durchgehalten und gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig drüber freuen und schaut auf jeden Fall meine anderen Let's Plays an. Ihr könnt ja mal durch die Minecraft Let's Play Folgen durchklicken. Das ging jetzt bis Folge 150 und dann war eben Pause. Ansonsten laufen gerade Assassin's Creed Origins und Assassin's Creed Syndicate aktuell noch und ja, schaut einfach mal vorbei, lasst ein Like da, vielleicht sogar ein Abo, wenn es euch gefällt und dann, wenn ihr keinen Scheiß mehr von mir verpassen wollt, und dann bin ich eigentlich ganz glücklich. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut, ciao.